Circa 15 Jahre dauerten die Verhandlungen, über 5 Millionen Euro wurden investiert und in nur 14 Monaten wurde es erbaut. Das neue Feuerwehrzentrum in Wiener Neudorf öffnete nun im Rahmen eines großen Festaktes seine Pforten und lud die Bürger und Bürgerinnen ein, zu feiern. Ein Feiertag für die Feuerwehr. Das neue Feuerwehrhaus kann endlich nach 15 Jahren eröffnet werden. Was ist das für ein Gefühl? An und für sich ist das ein sehr gutes Gefühl für mich und für die Feuerwehrkameraden. Mehr oder weniger werden da in diesem Haus ca. 15 bis 20 Fahrzeuge Platz haben. Und dieser Platz ist auch notwendig für die vielsten Gerätschaften aufgrund der entsprechenden Einsatzzahl und der verschiedensten Aufgaben, die hier zu bewältigen sind. Daher ist so eine Halle mit der entsprechenden Infrastruktur auch notwendig. Ein Aufatmen und eine große Befriedigung, die damit verbunden ist, weil es nicht nur 15 Jahre gedauert hat, es waren ja zwei Regierungen, Gemeinderegierungen vor mir schon an diesem Projekt sehr interessiert und es war ja die Notwendigkeit für die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf bekannt. Und daher freut es mich natürlich, dass es während meiner Amtszeit passiert ist, dass wir jetzt dieses Haus der Bestimmung übergeben können an einem wunderschönen Tag mit sehr vielen Menschen, die das begleiten und auch ist auch eine große Wertschätzung unseren freiwilligen Feuerwehren gegenüber, die ja sehr viel für uns leisten. In Wiener Neudorf, da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt im Sinne der Menschen und der Bürgermeister schwätzt nicht, sondern er setzt um, gemeinsam in diesem Fall mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, und die Lebens- und lebenswerte Gemeinde Wiener Neudorf ist einmal ein Stück lebenswerter geworden. Ich habe heute einen Ehrenring der Gemeinde Wiener Neudorf für das Feuerwehrwesen bekommen, nachdem ich also 39 Jahre bei der Feuerwehr bin. Hier in Wiener Neudorf und ja, über 2000 Einsätze gefahren habe. Mir wäre es nicht ganz so viel vorkommen, aber es wird schon stimmen. Was kann man dem neuen Feuerwehrhaus und seinem Team noch wünschen? Dass hier auch ein Nest entsteht, wo sich die Feuerwehrleute auch wohlfühlen vor den Einsätzen und vor allem nach den Einsätzen, dass sie hier ein soziales Gefüge finden und nicht nur das Technische im Vordergrund steht.